そこでラボ面諸君に聞きたい。我が電話レンジカッコ仮によってセルンを出し抜き、物理的タイムトラベルは可能かどうか。Und damit, meine Mitlabormitglieder, kommen wir zu der entscheidenden Frage. Kann die Telewelle CERNs wirkliche physikalische Zeitreisemaschine besiegen? 問題は2点ある。局所場指定とリフター。Da haben wir zwei Probleme. Zum einen das Ziel festlegen und das Problem 2 ist der Lüfter. 局所場指定については前も言った通りだ。D メールはきちんと指定先に届いている。Aber wir haben es ja schon erreicht, dass die D-Mail genau dort ankommt, also in Raum und Zeit, wo sie hin soll. 検証もなしに結論を出すのは危険よ。Es ist gefährlich, das einfach so zu akzeptieren, ohne es nachzuprüfen. リフターの代わりを担っているものについては、すでにあることは分かっている。その何かを見つければいいだけの話だ。Und was den Lüfter betrifft, wissen wir bereits, dass existieren muss. Wir müssen nur rausfinden, was genau es ist. 見つけられるとは思えない。この小さな電子レンジの中を、私たちはもう何日もかけて調べまくっているけど、ヒントさえ手に入らない。Ich glaube nicht, dass wir den finden werden. Die Telewelle ist ja nicht gerade riesig groß. Und wir suchen da jetzt schon seit Tagen drin rum, ohne einen Hinweis zu finden. もし仮に見つけ出したとしても、注入する電子量の調整にはさらに膨大な時間がいる。Und selbst wenn wir sie finden, wenn wir diesen Lüfter finden, würde es ewig dauern, herauszufinden, wie man das feintunen kann. Wie lange ist genau ewig? CERN arbeitet bereits seit 9 Jahren daran und sie haben immer noch keine Lösung gefunden. Ja, und wir sind nur Amateure, also wird es bei uns noch länger dauern. Betrachten wir es mal aus einem anderen Blickwinkel. CERN hat versucht, Leute in die Vergangenheit zu senden. Aber sie haben die Elektronenzufuhr nicht richtig dosieren können. Die schwarzen Löcher, also die Singularitäten, waren nicht nackt. Und das gleiche passiert mit der Telewelle. Ja, wir wissen es jetzt langsam. Nicht zum vierten Mal nochmal wieder alles erklären. So, Was, wenn wir einen Menschen in Daten verwandeln könnten und dann diese Daten in 36 Bytes zusammenfassen könnten? Ja, dann selbst diese 36 Bytes sind ja noch auf 3 E-Mails verteilt. Und wie viele Menschen kann es geben, wenn das in 36 Byte ist? Also es sind dann ja 240, 288 Bit. Also ganz viele verschiedene Menschen. Oder doch, warte mal, das ja, ist schon 2 hoch 288. Ja, ich will jetzt nicht, es ist zu spät für mich, jetzt drüber nachzudenken, wie viele unterschiedliche Menschen man in 36 Bytes unterbringen kann, aber es ist schon eine Menge. Es wäre 2 hoch 88 verschiedene E-Mails, könnte man ja auch verschicken. Und 2 hoch 10 sind 1000, das heißt, ja, es ist eine unvorstellbare hohe Zahl schon, also wie viele Möglichkeiten man hat, 36 Byte mit Daten zu füllen.
そうすれば、D メールと同じようにリング特異点を通過できるではないか。Wir könnten diese Person dann durch eine Ring-Singularität genauso versenden wie eine D-Mail, oder nicht? 人間を丸ごとデータ化って、そんなことできるわけないじゃん。Einen Menschen in Daten zu verwandeln, das ist nicht einmal möglich. もしできたとしても、そのデータ容量、天文学的な数字になるんじゃね？それをどうやってたったの36バイトまで圧縮するん？バカなの？死ぬの？Und selbst wenn es möglich wäre, das wären Exabytes an Daten oder so. Und das willst du irgendwie in 36 Bytes hineinkomprimieren? Stehst du unter Drogen? Na, ich dachte, das wäre eine gute Idee. So einfach ist es dann aber wohl doch nicht. Die Barriere für die Zeitreise ist einfach zu hoch. So, ka.それなら、もしかしたら。Natürlich. Wenn das funktioniert, dann vielleicht. できるかもしれない。Vielleicht können wir es schaffen. Was? Zeitreise? 本気で言っているのか? Meinst du das ernst? 少なくとも。データ容量の超圧縮については簡単よ。Das Datenkomprimierungsverfahren ist jedenfalls ganz leicht. LHC で作ったブラックホールを利用すればいい。ブラックホールは飲み込んだあらゆるものを超圧縮してしまうんだから。Wir können dafür einfach die schwarzen Löcher verwenden, die durch das LHC entstehen. Denn schwarze Löcher komprimieren ja alles, was sie verschlucken. 圧縮するものが単なるデータなら。人間みたいに潰されることで命が失われることもない。Und diese Kompression würde Daten nichts anhaben können. Sie würde einen Menschen zwar vernichten, aber keine Daten. Solange wir einfach nur Daten schicken, müssen wir uns keine Sorgen machen. 人間のデータ化についてはどうするつもりだ? Und wie willst du Menschen in Daten verwandeln? Und vor allem wieder zurück? サイエンス誌に私の論文が載ったっていうことは知ってるわよね?Also einen Menschen in Datenform zu verwandeln, ist ja noch die leichtere Geschichte, als die Daten wieder zu einem Menschen zu machen. Aber du weißt doch, dass meine These veröffentlicht wurde, richtig? Ja, ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, mit deinen Errungenschaften zu prahlen. その論文を読んだことは? Hast du es gelesen? Nein, hatte ich nicht. Oh, その後のサイエンス誌ならスキャンして取ってあるよ。Oh, ich habe ein paar Scans, also ein paar PDFs davon, wenn du es lesen willst. 論文のタイトルは? Der Titel meiner These ist 側頭葉に蓄積された記憶に関する神経パルス信号の解析。 Die Analyse von Speicherverknüpften Nervenimpulsen im Temporallappen, würde ich mal lob sagen, oder? Ja. Soktoyo? Shinkei-Pulse? Nervenimpulse? Temporallappen? Alle? Okarin, shiranakattan? Was, das wusstest du nicht? Ja, warte. Karakau no wa yose. このタイトルは、物理学というより、脳科学の分野では。Nein, warte, das kann nicht stimmen. Der Titel klingt einfach nach Neurowissenschaft oder nach, ja, Neuronenwissenschaft, nicht nach Physik. Ja, also nach der Wissenschaft vom Gehirn. Ja, ich muss zugeben, diese Folge ist mir ein bisschen zu hoch, was die Wissenschaft betrifft. Ich nehme das jetzt einfach mal so hin, was die hier sagen. Nachvollziehen kann ich das nicht, was die hier behaupten. Ich bin auch Neurowissenschaftler. Problem damit? Ach so, so wie sie über Teilchenbeschleuniger und Zeitreisen Bescheid wusste,
war ich sicher, dass sie Physikerin ist. Ja, それはまあいいとして。それとタイムトラベルとどんな関係が? Nein, jetzt vergessen wir das mal. Was hat das Ganze jetzt mit Zeitreisen zu tun? 人間丸ごとのデータ化は無理でも。Einen kompletten Menschen in Daten zu verwandeln ist unmöglich. 人間の記憶丸ごとのデータ化なら可能っていうこと。Aber die Erinnerung eines Menschen zu wandeln, das könnte möglich sein. Oh wow. Und so kriegt Okarin immer seine Erinnerungen. Werden in seinen Körper dann immer diese Erinnerungen von anderen Leuten, also von seinem anderen Selbst quasi injiziert. Deshalb funktioniert das Ganze. Also das heißt, er wechselt quasi die Zeitlinie und bekommt dann anschließend eine Erinnerungsspritze sozusagen. Erinnerungen in Daten verwandeln. タンスの引き出しの一つ一つには小さい箱がびっしり入ってるので、そのたくさんの箱の中にもさらに小さな小箱がいっぱい。そんな風に想像してもらえばいい。Stell dir einfach einen Schrank vor mit ganz vielen Schubladen. In jeder Schublade sind so kleine Schächtelchen und in jeder Schachtel sind wieder kleine Schächtelchen und man öffnet die ganze Zeit weiter Schachteln, bis man die Erinnerung findet, nach der man sucht. この研究単体だけじゃ岡部の言ったアイデアとは全然関係なさそうだけど、もう一つあるの。Aber bevor du jetzt fragst, was das Ganze mit Zeitreisen zu tun hat, es gibt da eine weitere Sache, die ich vorher erklären muss. 私の通ってる大学、ビクトル・コンドリア大学の精神生理学研究所がビジュアルリビルディング、略して VR 技術っていうのを何年か前に開発した。Vor einigen Jahren hat mein Labor, das neurophysiologische Labor an der Victor Condoria Universität, eine Technologie entwickelt, die nennt sich Visual Rebuilding oder kurz VR. 簡単に説明すると、ビデオカメラなんかの映像機器に映した風景の映像信号を神経パルス信号にコンバートする技術のこと。Mal ganz simpel ausgedrückt, ermöglicht es die Umwandlung von Videodaten direkt in Nervenimpulse. 逆に神経パルスを普通の電気信号にコンバートすることもできる。Und umgekehrt kann es auch Nervenimpulse in Videodaten verwandeln oder in alle anderen elektronischen Daten. で、この VR 技術と私たちの研究を組み合わせると。Und wenn wir jetzt diese VR-Technik mit meiner Forschung verknüpfen, begreifst du jetzt, worauf ich hinaus will? Masaka. Auf keinen Fall. Also können wir Erinnerungen in Daten verwandeln. それだけじゃない。記憶の移植。バックアップ、外部保存、そういうことができるようになる。Und nicht nur das, auch Erinnerungen verpflanzen, Backups erstellen, externer Speicher, all diese Dinge werden möglich. Das klingt wie Science Fiction. In gewisser Art und Weise könnte man damit die Seele einer Person kopieren. お前はこう言いたいのだな。D メールと同じ要領で、被験者の記憶を含む脳内情報を光信号として取り出し。Also grundsätzlich, was du jetzt sagen willst, ist, dass wir die Erinnerungen eines Menschen in Videodaten verwandeln, also in Bilddaten. それを LHC で発生させたミニブラックホールを利用して超圧縮。36 Byte plus Alpha のサイズにまでして。Dann verwenden wir das schwarze Loch des LHC
um diese Daten in 36 Byte zu komprimieren. Dann senden wir diese Daten in ein kerschwarzes Loch mit der Telewelle. Und schlussendlich brennen wir diese Erinnerungen dann in das Gehirn eines Subjektes in der Vergangenheit. Und was bedeutet das? Dass wir unsere Erinnerungen in die Zeit zurücksenden können. Und damit wir es jetzt von dem physikalischen Zeitreisen unterscheiden können, nennen wir es jetzt einfach Zeitsprung. Nicht du selbst kehrst zurück, sondern deine Erinnerungen. Es ist so verrückt, dass noch niemand zuvor darüber nachgedacht hat. Ja, stimmt, von so einer Idee habe ich auch noch nie gehört. Also, Zeitreise-Sachen gibt es ja viele, aber dass man einfach sagt, nicht die Person reist zurück, sondern man schickt die Erinnerungen zurück, höre ich jetzt das erste Mal. Ja, ein blinder Fleck in der Wissenschaft. Sie hat recht. Die Idee ist so lächerlich. Deshalb ist sie wahrscheinlich auch keinem der Genies im CERN eingefallen. Erinnerungen mit Hilfe eines Handys in die Vergangenheit zu transferieren. Also einen Zeitsprung machen. Die wichtige Sache, an die man sich erinnern muss, ist nur, oder ist, dass nur Erinnerungen transferiert werden. Die Persönlichkeit und das Bewusstsein sind da nicht eingeschlossen. Und was hat das zu bedeuten? Wo ist jetzt der Unterschied in dem, was wir in Science-Fiction-Geschichten sehen? Der Zeitsprung im Science-Fiction schickt normalerweise alles. Das Bewusstsein, die Persönlichkeit und die Erinnerung. Aber im wirklichen Leben gibt es wahrscheinlich viel zu viel Daten davon. Und außerdem haben wir nur Erinnerungen analysiert. Bewusstsein, Persönlichkeit und Erinnerungen sind drei unterschiedliche Dinge. Erinnerungen sind einfach wie Videodaten, die auf deinem Computer gespeichert sind. Und das Bewusstsein und die Persönlichkeit sind dann quasi wie das Betriebssystem. Aber Videos können viel mehr Platz einnehmen als das Betriebssystem. Das war jetzt nur ein Beispiel. Zunächst einmal ist es noch unklar, wo genau die Persönlichkeit und das Bewusstsein überhaupt gespeichert sind. Oder wie sie überhaupt entstehen, wie sie zusammengesetzt werden. Und deshalb können wir sie auch nicht in Daten umwandeln. Zumindest kann ich es nicht. Also können wir bloß Erinnerungen schicken.
Ja, und was bedeutet das für uns? Personality wa kiyoku dake de keisei sareru wake janai. Dakara kiyoku o tensou shitemo tensou saki no ishiki ya jinkaku ni izon suru. Deine Erinnerungen sind nicht das Einzige, was dich ausmacht. Selbst wenn du deine Erinnerungen in die Vergangenheit sendest, wird es das Bewusstsein des Empfängers sein und die Persönlichkeit des Empfängers, die diese Erinnerung verarbeitet. Mindos de yuto, Vista no haiteru PC de tsukutta data o Kyugo no haiteru PC ni kopipe suru tte kanji ka? Okay, mit Mindos meinen die wahrscheinlich Windows. Also wenn man jetzt das in Windows ausdrückt, ist es so, als ob man Daten von einem Vista-Computer zu einem Windows 95-Rechner kopiert. Daten, die im neuesten Betriebssystem erschaffen wurden, könnten vielleicht nicht kompatibel sein zu einem älteren Betriebssystem. Es könnten Fehler entstehen. Zum Beispiel, wenn du jetzt deine Erinnerungen an deine Person in der Grundschule schicken würdest, dann wäre die Lücke zwischen den Erinnerungen und dem Körper so groß, dass es ernsthafte Konsequenzen nach sich ziehen könnte. Aber gehe ich jetzt recht in der Annahme, dass wir selbst das Ziel von unseren, also wir, dass unser selbst in der Vergangenheit das Ziel von unseren Erinnerungen ist? Genau wie bei den D-Mails benutzen wir Handys als Transfermedium. Also ganz genau gesagt, kannst du nur in deinen eigenen Körper springen und auch nur, wenn du damals ein Handy hattest. Also 70 Millionen Jahre vorher geht's dann nicht, ne? Da gab's eine Ausnahme, als Lukaku eine D-Mail an einen Pager geschickt hat, aber das trifft halt nicht auf den Zeitsprung zu. Falls du Erinnerungen an jemand anders schickst, und ja, wie soll ich es jetzt ausdrücken, da gibt es halt die Gefahr, dass die elektrischen Signale zurückgewiesen werden. Ich will auch gar nicht in den Körper eines anderen springen. Es sei denn, es ist der Körper eines süßen Mädels. Kann der auch mal nicht pervers denken? Wenn diese elektromagnetischen Impulse dann einfach abprallen, dann ist das ja schön und gut. Aber ich fürchte, dass inkompatible Erinnerungen ernsthaften Schaden an der Psyche des Empfängers auslösen können. Da frage ich mich gerade, habt ihr euch sicherlich auch schon jetzt gefragt, hat Okarin eventuell schon mal ungültige Daten empfangen und ist deshalb so ein bisschen komisch geworden? Ich weiß auch nicht, was geschehen würde, denn es hat ja noch nie zuvor jemand gemacht. Ja, das macht uns zu Pionieren.
Das mag ich. はっきりしているのは、自分が生まれる以前へは絶対に行けないということ。自分が二人同時に存在することはないっていうこと。だから。Aber zwei Dinge weiß ich bestimmt. Man kann auf keinen Fall weiter zurück als zu dem Zeitpunkt der Geburt. Und man kann niemals an zwei Orten gleichzeitig existieren. タイムパラドックスが発生する心配はない。自分が生まれる前に親を殺すことはできないの。Und das bedeutet, du musst dir um ein Paradoxon keine Sorgen machen. Du kannst nicht deine Eltern töten, bevor du geboren wurdest. Also fungieren die Handys dann als schwarzes und weißes Loch. Es wirkt wie ein seltsamer Zufall, dass gerade Handys das Medium der Zeitreise sein würden. Aber was hätte es sonst sein sollen? Heutzutage sind Handys für die Leute sowas wie eine zweite Haut. Kein anderes Medium könnte zuverlässiger die Erinnerungen an das Ziel bringen.俺だ。全ての点が一本の線でつながった。ああ、計画はこれより最終段階に入る。無論、オペレーションベルダンディのことだ。Ich bin es. So langsam fügt sich alles zusammen.Der Plan kann jetzt ausgeführt werden in der finalen Phase. Ich rede von Operation Vertandi natürlich. Okay, die zweite der drei Nornen, Schicksalsgöttin. Und Vertandi ist die Norne der Gegenwart.クリスティーナにはまんまと騙されたが、彼女のラボメン加入は我らにとってまさにシュタインズゲートの選択通りだったというわけだ。クリスティーナ hat mich zum Narren gehalten. Ich hätte nie geglaubt, dass sie dazu in der Lage wäre. Es muss die Wahl von Steins Gate gewesen sein, sie hierher zu senden.案ずるな。うまくやってみせるさ。今の俺たちは無敵だ。ヘルプサイコングル。Mach dir keine Sorgen, ich habe hier alles unter Kontrolle. Nichts kann uns nur noch aufhalten. Elpsykongro. 今言った通りだ。クリスティーナよ。これより、オペレーションベルダンディを開始する。Hast du zugehört? Gut. Dann führe die, oder...Ja, führe die Vorbereitung für Operation Vertandi durch. Ja, 少しはどういうことか説明しろよ。Erklär es mal, was das ist. お前の言うタイムリープ案を全面採用すると言っているのだ。ちなみに、ここまで俺をその気にさせておいて、脳内情報のデータ化はここではできませんなどとは言わせんぞ。Wir werden jetzt deine Zeitsprungmaschine bauen, Christina. Und erzähl mir besser nicht, dass es unmöglich sei. Nicht nachdem du mir den Weg offenbart hast. Mo, Akihabara nara Parts mo sorotteru kara nan toka naru to wa omou kedo. Nun, wir sind hier in Akihabara. Ich sollte also die Teile, die ich brauche, finden. Kimari da.これより、お前を作戦主任に任命する。俺やダルをこき使って構わん。Gut, dann ist es damit beschlossen. Die Operation liegt in deiner Verantwortung. Was auch immer du brauchst, frage nur und es soll dein sein.
人類史上初のタイムリープマシンを完成させるぞ。 Gemeinsam werden wir die erste Zeitsprungmaschine in der Menschheitsgeschichte erschaffen. Oh, danke. Ich hätte eh maximal noch 5 Minuten Zeit gehabt. Und dann machen wir jetzt mal eben Pause und gucken dann morgen mal, was Okarin mit Mayuri auf dem Dach zu besprechen hat. Ja, die ganze Physik und Neurowissenschaft dahinter, die kann ich nicht nachvollziehen. Macht ja auch nichts, ist ja hier ein Spiel. Und wir folgen jetzt der Spiellogik und nach der Spiellogik funktioniert das alles so. Und mehr muss auch nicht sein. Gut, also Leute, wir sehen uns morgen. Bis dann. Tschüss.